Hallo meine lieben Gamer und willkommen zur Pixel Show 141, der wöchentlichen Show rund um die PlayStation 4 mit News, Neuerscheinungen und Fragen. Normalerweise News, Neuerscheinungen und Fragen, heute leider nur Fragen. Der Grund ist ganz einfach, während ihr das seht, bin ich gerade im Urlaub, ich sitze gerade auf Kreta, lass es mir hoffentlich gut gehen. Und deswegen muss ich die Show jetzt hier, die 141, vorbereiten. Die habe ich schon letzte Woche aufgenommen und deswegen kommen erst heute nur Fragen dran, die eben beim letzten Mal dran waren, weil ja, es funktioniert sonst alles logistisch nicht, so wie ich mir das denke. Wir überspringen deswegen auch die News, weil ich weiß natürlich nicht, was abgegangen ist. Ich kann leider nicht in die Zukunft sehen und die Neuerscheinungen genauso nicht. Es ist allerdings so, in der nächsten Folge, das wird wieder eine volle, komplette Pixel-Show. Da wird wieder, werde ich wieder alles aufarbeiten und auch eure Fragen und so weiter wieder dranbringen. Genau, da natürlich der Aufruf, wie immer könnt ihr eure Fragen rund um die PlayStation unten in den Kommentaren stellen. Und auch wenn ihr Kommentare habt zum Thema der Woche, das nämlich diesmal ist, oder immer noch, Spielewünsche. Das haben wir in der letzten Woche schon angefangen und das bleibt jetzt wieder auf dem Thema Spielewünsche. Also, was habt ihr für Vorstellungen, was habt ihr für Wünsche für Spiele, was für Spiele sollen erscheinen, was soll in Zukunft kommen, was für Neuauflagen sollen vielleicht kommen, wie sieht euer Spiel aus, das es nicht gibt, dass es vielleicht mal irgendjemand entwickeln soll, solche Dinge. Wenn ihr das letzte Woche schon kommentiert habt, dann macht das bitte diesmal nicht, weil also ich will keine doppelten Kommentare haben, aber wenn ihr was Neues habt, gerne unten rein in die Kommentare damit. Das war es jetzt erstmal mit dem Vorgeplänkel. Ich hoffe, ich habe jetzt alles erwähnt, was ich sagen wollte. Ja, ich glaube schon, ja. Und dann können wir eigentlich loslegen mit den ganz normalen PlayStation-Fragen und zwar mit den Hardware-Fragen, eigentlich so wie beim letzten Mal schon angeteasert. Die Hardware-Fragen. So, der Maxim macht den Anfang und zwar fragt er, wann wird die neue Version von PlayStation VR rauskommen? Da musste ich tatsächlich nochmal nachgucken. Das hatte nämlich zuerst keinen Termin. Es ist bereits rausgekommen, zumindest in Japan und USA, nämlich am 14.10. Ups. 14.10. in Japan und USA. Für Europa hat es noch keinen Termin. Also da werden wahrscheinlich noch die Restbestände verkauft werden. Dann ist natürlich das Problem, wenn die neue Version kommt, ist wahrscheinlich die alte Version auch noch im Handel. Das heißt, ich weiß nicht, die wird man irgendwie an der Seriennummer unterscheiden können, aber ich weiß noch nicht, wie genau. Ja, aber das ist mal der Stand. So, der Sablo. Hey Pixel, hab eine Frage, schreibst du. Und zwar kann ich meine 2 TB externe Festplatte an die PS4 anschließen, weil ich habe die PS4 mit 500 GB Festplatte und so langsam geht mir der Platz aus. Und weil sich viele aufregen wegen diesem exklusiven Deal mit... Oh, Moment, das ist die nächste. Ja, kein Problem. Du kannst eigentlich jede USB-Festplatte, eine externe, mit mindestens USB 2.0 anschließen. Besser natürlich USB 3.0, damit die ein bisschen mehr Speed hat. Kein Ding. Die muss eigentlich neu formatiert werden für die PS4. Das heißt, du kannst nichts, was drauf ist, weiter verwenden. Und ja, du kannst das ganz normal für Installationen benutzen dann. So, jetzt zu deinem weiteren Kommentar. Weil sich viele aufregen wegen dem exklusiven Deal mit PlayerUnknown's Battlegrounds, nur für Xbox One, regt euch nicht auf, das ist nur ein dämliches Survival-Spiel, genau wie 6 Millionen andere Survival-Spiele. Naja, aber ganz ehrlich, das ist schon ein besonderes Survival-Spiel, ganz, ganz ehrlich. Aber es ist ja nur ein zeitexklusiver Deal. Das heißt, es kommt zuerst für die Xbox raus, wahrscheinlich noch 2017 und 2018 irgendwann für die PS4. Also wir müssen uns bloß ein bisschen gedulden, dann kommt das schon. So, dann schreibst du noch, dann bleibt noch die Frage, ob es lange Leute spielen, wie zum Beispiel Evolve. Da waren so viele gehypt und eine Woche später hat sich kein Mensch mehr dafür interessiert, ja. Also ich brauche diesen Survival-Unbox-Sache nicht. Was? Survival-Unbox-Sache nicht. Okay, irgendwie verschrieben. Das Einzige, was ich hätte, sind Story-Spiele wie Pixel Connect. Hä? Was? Okay. Also Evolve war ja ein ziemlicher Reinfall. Absolut richtig. Das wird bei Battlegrounds nicht der Fall sein. Ganz ehrlich, weil jetzt auf PC wird das gezockt wie irre. Die Leute, die zocken ja nichts anderes. Und das wird sich auf Konsole genauso weiterpflanzen, ganz klar. Also das wird schon ein Dauerbrenner bleiben. Das wird natürlich dann irgendwann wieder zurückgehen, die Benutzerzahlen, aber ich glaube, gerade zum Start wird das richtig abgehen. So, der Rino
Ja, zwei Fragen. Erstens, ich hätte eine Frage zum Headset. Wenn ich meinen Samsung Galaxy S8 Kopfhörer als Headset benutzen möchte, funktionieren sie nur teils. Ich höre zwar die Leute, die mit mir in der Party sind, aber ich kann nicht mit denen reden. Das ist komisch, da ein Freund von mir das gleiche hat. Macht mit seinem S8 Kopfhörer und da funktionieren sie. Könntest du mir weiterhelfen? Ich glaube, ich muss irgendwie das Mikrofon aktivieren. Wenn du weißt, wo man das Mikrofon aktivieren kann, könntest du es mir sagen. Aber in der Party, da weiß ich, wo man das Headset an- oder ausmacht. Du musst mir konkret sein, wo man das Mikrofon anmacht. Im Voraus danke. Okay, es schreibt, wer hat denn das hier geschrieben? Es gab eine Antwort, nämlich vom Gene, der sagt, ein Freund von mir hat mit mir in der Party geredet und er hat ein Samsung S8 Kopfhörer benutzt. Also es geht auf jeden Fall. Deshalb denke ich, dass es auch geht. Das Dumme ist, ich habe natürlich keinen S8 Kopfhörer da, weil ich kein Samsung S8 Handy habe. Letztlich muss das Ding eigentlich, müsste es eigentlich nicht aktiviert werden. Es müsste, sobald du es anschließt, direkt schon als Headset und das Mikrofon erkannt werden. Dann müsste auch eine Meldung kommen. Wenn nicht, ist es so bei Einstellungen, also im Systemmenü, in Einstellungen bei Geräte, kannst du eben die Audiogeräte konfigurieren bzw. da checken, was dran steht bei Audiogeräte als Eingabegerät. Also da gibt es bei Audiogeräte gibt es dann Eingabegerät, das ist eben quasi das Mikrofon, und Ausgabegerät, das ist quasi der Kopfhörer oder deine Boxen oder was auch immer, der Fernseher. Und da eben checken, was da ist. Was auch sein kann, ist, dass der Mikrofonpegel einfach auf Null gestellt ist. Dann hört man dich natürlich nicht. Oder der Mikrofonpegel ist zu leise gestellt. Kann sein, dass man dich deshalb nicht hört. Das kann natürlich auch sein. Und das ist eigentlich funktioniert, nur die Lautstärke ist zu leise. Also der Pegel ist zu leise. Das schaust du einfach im Menü Audiogeräte dann. Da kannst du es nämlich alles genau festlegen. So, dann schreibst du noch, welches Gaming-Headset könntest du empfehlen, das auch preisgünstig ist? Der Torben hat darauf die Antwort noch, zumindest ein Turtle Beach Racken 150 ist preiswert und gut, aber informier dich mal. Ich guck mal ganz schnell. Zuletzt hatte ich ja immer wieder empfohlen das Sony Wireless Headset 2.0, das ist eigentlich für den Preis ganz gut. Das ist eigentlich jetzt nicht so super billig, aber es ist okay. Das Turtle Beach Racken. Achso, wieso schreibe ich denn T? Ah, das kostet 50 Euro. Ja, das denke ich, das ist okay. Ich habe ein PX22 von Turtle Beach hier. Das gibt es eigentlich nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt aktuell abgelöst worden vom PX24. Das finde ich auch ganz okay. Das kostet ein paar Euro mehr. Das kostet so 60, 70 Euro. Ah, nee, das PX22 sehe ich gerade. Das gibt es bei Amazon immer noch für 50 Euro. Okay. Das ist okay, also für den Preis ist es gut. Das Sony-Headset ist ein bisschen teurer. Das kostet 80 Euro, 90 Euro, so um den Dreh. Und das Platinum-Wireless-Headset, das kostet noch mehr, das kostet 190 Euro. Okay, aber das mal so ungefähr. So. Weiter geht's mit der Shadow. Hypixel auf das Thema von Asan mit dem Controller. Das war beim vorletzten Mal hatten wir das, ja. Er kann sich doch mal für, genau, richtig, das war mit dem defekten PS4-Controller, wo die Schultertaste vielleicht nicht mehr geht. So, dann schreibst du, er kann sich doch mal für den PS4-Controller auf dem PC ein Programm DS4-to-X Input Wrapper herunterladen, womit man mit dem auch am PC zocken kann. Da gibt es nämlich Einstellungsmöglichkeiten mit grafischer Darstellung. So könnte man gucken, ob die R2-Taste wirklich einen Schaden hat. Der einzige Nachteil ist halt, dass man den Controller nur mit Kabel benutzen kann, sollte aber hier nicht weiter relevant sein, nur für das Testen. Das ist eine extrem gute Idee, wenn ihr einen Defekt vermutet bei eurem Controller, wenn irgendwas nicht funktioniert, irgendeine Taste oder ein Stick, könnt ihr das wirklich an PC anschließen und mit diesem Programm, es gibt auch noch ein anderes Programm, ich weiß nicht, wie es heißt, aber wir können einfach bei Google reinschreiben, DualShock 4 PC. Und da kommt ihr dann, gibt es eben solche Programme, die genau das anzeigen, quasi wie bei der Spiel- oder Game-Steuerung bei Windows, in der Windows-Systemsteuerung. Und da könnt ihr eben checken, ob alle Tasten funktionieren und ob die auch, ob hier zum Beispiel die Schultertastenwege funktionieren und ob die Analogsticks funktionieren. Das ist eine gute Idee. Torben. Kannst du Sims kommt bald empfehlen oder nicht? Und denkst du, dass man Sims auch irgendwie online zocken kann?
Also ich dachte eigentlich schon, dass Sims, also ich bin absolut kein Fan von Sims, ich habe keine Ahnung von Sims, aber ich dachte, dass Sims kann man schon online spielen mit einem Kumpel. Also man kann quasi die Wohnung vom Kumpel besuchen und umgekehrt, der kann einen auch besuchen, dachte ich eigentlich immer. Ob ich es empfehlen kann, ja, wenn du auf sowas stehst, eigentlich schon, klar. Ich stehe nicht drauf, ich würde es nicht kaufen, aber wie gesagt, es ist halt so eine Lebenssimulation, darauf muss man stehen. Zweitens, was sagst du zum Turtle Beach Reckon 150 Headset? Das ist ja relativ günstig. Ja, genau, das hatten wir ja gerade, das Thema. Ich habe es nicht da, ich habe nur ein Schwestermodell quasi, ein älteres. Das ist gut. Es ist nicht brillant, das ist gut, das PX22. Und ich denke, dass das Reckon eigentlich auch ganz gut sein müsste. So, und drittens würde ich mich echt freuen, wenn du mal ein Video zu den Mäusen machst. Ja, die Mäuse mit Adapter, die dann überall funktionieren und so weiter. Ich weiß schon. Ja, ich kann es mir mal vormerken, aber ich müsste mich erstmal schlau machen und mir diese Zusatzhardware holen, diesen Adapter, damit ich das überhaupt machen kann. Schnabla-Boy, du hast ja mal die Hammer-Controller-Stick-Aufsätze vorgestellt. Meine Frage ist, wie sind die und halten die lange? Ich benutze die inzwischen nicht mehr, liegt aber nicht an den Sticks, an den Aufsätzen, sondern weil ich eigene Sticks mir eingebaut habe. Also ich hab mir Ersatzsticks bestellt und habe die eingebaut anstatt den Aufsätzen. Die Aufsätze an sich sind gut, für den Preis vor allen Dingen sind sie gut. Was mir aufgefallen ist, nach einiger Zeit können die verkratzen. Das heißt, wenn du vor allen Dingen mit dem Daumennagel oder so ein bisschen da, kannst du relativ schnell Einkerbungen machen auf dem Teil, aber es hält. Was nicht ganz so hält, ist, wenn du wie ein Ochse nach einer Seite ziehst auf dem Analogstick, dann kann es sein, dass du ihn ein bisschen runterziehst. Der hält nämlich nicht ganz so perfekt. Das ist eher noch ein bisschen ein Problem. Und es kann sein, dass er sich ein bisschen ausleiert. Aber eigentlich halten die relativ lange. Also für den Preis ist es okay, wie gesagt. So, der Danny. Dude, da bin ich wieder. Ja, die Frag FX. Ah, da haben wir das wieder mit das Thema Maus, wie gerade eben. Die Frag FX, das ist dieses Adapter-Ding, das gab es schon für die PS3, die habe ich auch. Und ja, du hast recht, das ist nur den Analogstick emuliert und deswegen läuft die Maus auch bei jedem Spiel. Genau, das setzt nämlich die Bewegung vom Analogstick in die Mausbewegung um. Also umgekehrt. Die Mausbewegung wird in die Analogstick-Bewegung umgesetzt mit diesem Frag FX. So. Aber kleine Probleme, die alte Maus hatte, wurden super bei der neuen Maus gelöst. Kann ich nur empfehlen. Okay, falls noch Fragen sind, bin gerne da. Okay, das ist zumindest jemand, der das Teil hat und es scheinbar zufrieden ist mit dem FragFX. Ich habe es nie benutzt. Ich weiß, dass es das Teil gibt. Ich wusste, dass es für die PS3 gibt. Ich wusste gar nicht, dass es für die PS4 auch gibt. Und ja, wer lieber damit Maus spielen will, geht. Allerdings kostet das Ding auch ein paar Euro. Moment, ich gucke jetzt mal nach, da bin ich jetzt mal neugierig. Genau, von Splitfish. Oh, hier gibt es nur als gebraucht. Das ist auch eine eigene Maus dabei, kostet 120 Euro. Moment mal, das gibt es ja bestimmt günstiger. Ne, für die PS4 sehe ich jetzt nur gebraucht, das Teil. Das ist ein eigener Controller und der Mauscontroller. Den man per. Ach so, Moment mal, es gibt aber auch noch den Adapter. Ja, genau, aber es gibt auch diesen Frag FX Shark. Das ist quasi, da kriegt man gleich die Maus und den zweiten Controller dazu als Komplettpaket. Aber sonst sehe ich gerade nichts. Wird das Ding noch hergestellt? Ja, sonst sehe ich es nur für PS3. Für PS3 gibt es das Frag FX auf jeden Fall noch. Naja, gut. Jetzt habe ich den Faden minimal verloren. Okay. Ah, genau, dann schreibst du noch. Vielleicht kann man ja mal eine Runde GT Sport spielen. Ja, ich habe jetzt auch Lenkrad und Sitz geholt. Meine Entscheidungen sind nach deinen Vergleichsvideos gefallen. Ach, das ist sehr schön. Das gefällt mir. Da muss ich mich da eigentlich bedanken dafür. Ja, gerne, gerne. Ich werde auf jeden Fall Gran Turismo Sport spielen. Hoffentlich ausgiebig. Und ich habe schon ein paar Anfragen bekommen in Sachen Community-Rennen. Höchstwahrscheinlich, wenn, dann würde ich am ehesten zum Livestream Community-Rennen machen wollen. Können wir mal gucken. Das wird allerdings, wenn, dann eine spontane Kiste. Und wer es nicht weiß, die Livestreams sind normalerweise am Freitag immer. Ich bin gerade im Urlaub, haha. Aber normalerweise versuche ich die immer Freitagabends anzuleiern. Und zwar auch auf YouTube Gaming. So. Eli fragt: Gehst du davon aus, dass die PS5 mehr als 60 F FPS kann? Also an sich ja. Aber ganz ehrlich, die PS4 könnte auch mehr als 60 FPS. Kommt natürlich aufs Spiel an. Nur macht das kein Spiel, weil es macht keinen Sinn. Weil die Fernseher, an der
die man anschließt, die können sowieso als Eingangssignal sowieso nur 60 Hertz bzw. eben ja, 60 FPS handeln. Auch wenn dran steht, dass dieser Fernseher oder jener Fernseher, was ich 240 Hertz hat und 4800 Hertz und das allerdings, das wird nur hochskaliert danach. Aber letztlich das Eingangssignal, das eben durch das HDMI-Signal gequetscht wird, das Kabel gequetscht wird, ist eben 60 FPS höchstens. Das heißt, also es bringt mehr als 60 Frames an den Fernseher, gehen sowieso schon mal nicht. Wenn dann eben an einen speziellen Monitor, der eben mehr kann, aber das lohnt sich eigentlich nicht. Vor allen Dingen bei Konsolenspielen lohnt es sich nicht, weil kein Mensch, oder also es ist ja, die wenigsten spielen mit der PS4 an dem Monitor, vor allen Dingen nicht an dem Monitor, der mehr als 60 FPS hat. Also so oder so, theoretisch ja, aber in der Praxis eigentlich nein. So, dann hast du noch eine Frage. Welche Kameras sind für YouTube-Videos besser? Okay, das S6, was UHD und 60 FPS besitzt und Videos in 4K aufnehmen kann, oder doch lieber diese Videokamera? Okay, hast du auch so eine verlinkt. Schwierig. Also vor allen Dingen, du solltest erstmal gucken, das musst du allerdings über Google mal recherchieren, ob beide Geräte überhaupt über OBS beispielsweise funktionieren. Also ob du die am PC anschließen kannst und ob die dann als ganz normale Kamera, also wie eine Webcam, dann erkannt werden und benutzbar sind. Das weiß ich bei beiden jetzt nicht, ganz ehrlich. Es gibt, glaube ich, irgendwelche Tools, womit man sein Handy an PC anschließen kann und dann das wie eine Webcam erkannt wird. Aber das geht nicht einfach so, glaube ich. Selbst bei der Videokamera. Wobei, du kannst natürlich bei der Videokamera oder auch bei deinem Handy, kannst du natürlich trotzdem aufnehmen. Du musst danach händisch mit einem Schnittprogramm natürlich einsetzen, das Bild. Geht natürlich auch. Aber es ist natürlich praktischer, wenn du da das vielleicht auch on the fly machen könntest. Letztlich, wenn du es sowieso mit einem Schnittprogramm machen willst, ist es egal. Da würde ich aber fast sogar lieber die Kamera nehmen, die Videokamera, weil deswegen... Die hat eine größere Linse. Das heißt, und je größer eine Linse ist, desto besser, desto lichtstärker ist die. Das heißt, desto besser arbeitet die, wenn auch weniger Licht da ist. Aber ich habe dir ja schon mal gesagt, du brauchst viel Licht, du brauchst ebenso Stativlichter, also Lichtboxen, besser gesagt, die du aufstellst, die dich anstrahlen, so wie ich jetzt hier eigentlich auch habe. Das sieht man vielleicht gar nicht, aber ich habe hier drei Strahler sogar, die mich anstrahlen. Und dann hast du schon ein viel besseres Bild auf jeden Fall. 4K beispielsweise brauchst du ja eigentlich gar nicht. Wenn du sowieso nur ein Videobild hast, das dann klein auf dein Bild dazukommt, brauchst du sowieso kein 4K, weil das ist, da reicht völlig, wenn du ein 1080 aufnimmst und du musst es dann von 1080 auch noch runterskalieren, weil du ja eben nicht voll drauf bist. Es sei denn, du machst Vollbildvideos, aber selbst dann machst du eigentlich auch nur, ich nehme sowieso alles nur in 1080 bei mir auf. Ich werde übrigens, apropos angestrahlt, ich werde hier völlig strange von unten gerade angestrahlt. Das ist voll scary. Liegt daran, weil es gerade die Sonne bei mir hier reinscheint und die Sonne, die knallt hier auf meinen Tisch drauf und der Tisch knallt quasi in mein Gesicht. Das ist völlig eigenartig. Ich habe hier so von unten so ein ganz stranges Licht. Das ist echt hier heute die Horrorfolge. Naja, okay. Gut, auf jeden Fall, aber das ist das Komische. Sonnenlicht kann einem hier jetzt ein bisschen die Aufnahme verdammen, aber Sonnenlicht ist eigentlich auch super, weil ich oft genug so zum Beispiel Unboxings lieber bei Tageslicht mache, weil ich weiß, von außen kommt viel mehr Licht rein und das kann man eigentlich ganz gut nutzen für Aufnahmen. Jane fragt, was ist der größte Unterschied zwischen Logitech-Lenkrädern und Thrustmaster-Lenkrädern? Das ist ja fast nicht philosophisch, aber das... Da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, weil es gibt viele Leute, die haben Logitech und viele, die haben Thrustmaster und die werden jetzt beide stinkig, wenn ich was Falsches sage. Also, Logitech hat, also zumindest G29 hat eine andere interne Technik als die Thrustmaster-Lenkräder. Zumindest als das T300. Das T150 hat, glaube ich, dieselbe Technik wie das G29, nämlich so ein Zahnstangentrieb. Das T300 dagegen... Also das G29 und das T150 haben so einen Zahnstangentrieb. Das T300 und das T500 zum Beispiel, die haben einen Riementrieb. So, was ist da der Unterschied? Der Riementrieb ist laufruhiger und läuft einfach besser. Das heißt, das Lenkrad lässt sich besser drehen quasi. Hat eigentlich den Nachteil, dass es normalerweise eine teurere Technik ist. Normalerweise, allerdings wenn man jetzt guckt, beispielsweise das T300 und das G29 sind fast gleich vom Preis her.
Ich bin ja jemand, der tendiert dann lieber zum T300. Allerdings ist das T300 ein bisschen billiger verarbeitet und nicht so gut ausgestattet. Das G29 hat einfach bessere Pedale, hat eben so einen coolen Lederüberzug und es liegt vielleicht, na, es liegt genauso gut in der Hand eigentlich. Aber es hat eine bessere Ausstattung. Dafür ist das Force Feedback besser. Das wäre auch noch ein Unterschied, stimmt. Bei Thrustmaster, zumindest beim T300, ist das Force Feedback eben besser als beim G29. Beim T150 dagegen hätte ich gesagt, da ist es schlechter. Das ist beiden unterlegen. Liegt auch daran, dass es natürlich das billigere Lenkrad ist von den allen. Ja, ansonsten schau dir das Vergleichsvideo an zu den Lenkrädern. Da erzähle ich dann nochmal ganz großartig den Unterschied. Wir kommen zu den Spielefragen und dem Kevin. Ich habe mich mal gefragt, warum es in GT5 Langstreckenrennen gab und bei GT6 nicht mehr. Weißt du warum? Und gibt es gerade ein gutes PS4-Rennspiel mit Langstreckenrennen? Macht mir irgendwie Spaß, ein paar Runden am Stück zu fahren, als mit Freunden oder so zusammen. Ich überlege gerade, GT6 gab es da wirklich keine Langstreckenrennen. Na gut, kann sein. Es kann sein, dass es in der Karriere keine gegeben hat, aber du hast es online garantiert einstellen können und bei Arcade-Rennen hast du auch garantiert Langstrecke machen können. Wo es Langstreckenrennen gibt natürlich, ist Project Cars 2. Da kannst du jedes Karriererennen auf Stunde oder länger machen, wenn du Bock hast. Allerdings, wie gesagt, da braucht man noch ein Lenkrad, auch wenn wir gerade das Thema Lenkrad hatten, passend. Ansonsten, Gran Turismo Sport hat auch Langstreckenrennen drin. Das habe ich erst gesehen in der Demo. Da gab es auch unter anderem als Mission eine 30-Runden-Fahrt mit einem Porsche. Als Mission allerdings. Aber ganz ehrlich, wenn du online fahren willst mit deinen Kumpels, dann müsstest du es sowieso einstellen können. Also bei Gran Turismo genauso wie bei Project Cars. So, du Noob, mö. Aha, ist ein lustiger Nickname, würde ich mal sagen. Okay, also wirklich, die ganze Wartezeit auf GT Sport hat sich zu wie viel Prozent? Moment mal. Ja, ich muss mal kurz gucken, wie viel du wirklich schreibst. Zu 10 Millionen % gelohnt. Okay? Die Grafik der Autos, der Fotomodus, über die Details will ich jetzt gar nicht reden, einfach nur atemberaubend. Und der Sportmodus, der ist Bombe, bin mit Kumpels gefahren. Geile Duelle, Kopf an Kopf, einfach geil. Kann ich nur von Herzen empfehlen. Trinken nicht vergessen. Ah, gut, dass du es sagst. Ach, und es gibt noch einen Lobby-Modus in GT Sport. Das heißt, wir können wieder alles machen, wie in GT6, Driften, Drag Racing und so weiter. Ja, korrekt. Wenn die Online-Server laufen, weil in der Demo hatte ich immer ständig Probleme mit den Servern. Ich hoffe, zum Start vom Spiel ist es jetzt anders gewesen. Wobei, wenn ihr es anguckt, müsste Gran Turismo schon auf dem Markt sein und ihr müsstet eigentlich schon die ersten Erfahrungen damit haben mit Online. Ich dagegen habe das Ganze aufgenommen, bevor Gran Turismo jetzt rausgekommen ist. Deshalb habe ich keine Ahnung, wie gut das wirklich läuft. Aber ja, schauen wir mal. Das ist der große Knackpunkt bei GT Sport. Hauptsache, die Online-Server laufen. Wenn das läuft, dann ist es richtig geil. Aber wenn das Ganze mal wieder zuckelt oder ausfällt, dann ist es wieder ärgerlich. Spacecrafter. Hypixel hat mir vor kurzer Zeit Horizon Zero Dawn geholt, fand das Spiel mega, aber ich brauche Hilfe, schon mal, oder? Ich kann nur Wächter, Läufer, Plünderer und Verderber gut töten, den Rest nicht. Da ich nicht taktisch spiele, hast du ein paar Tipps und holst dir auch noch etwas, noch das im November kommt, Wild Frozen und was bringt das DLC? Du schreibst ein bisschen wirr, aber ist egal. Also fangen wir erstmal an. Wild Frozen hole ich mir auf jeden Fall. Das soll eine große Erweiterung sein mit komplett neuem Szenario, mit viel Schnee. Irgendwo, ich weiß jetzt sonst gar nicht viel davon. Höchstwahrscheinlich gibt es auch neue Gegner. Natürlich eine neue Story, aber die alte Heldin natürlich. Hole ich mir auf jeden Fall. Es heißt, dass es extrem umfangreich wird, so groß umfangreich. Zum Thema Jagd auf bestimmte Kreaturen ist es so, es kommt nochmal auf die Kreatur an. Also meistens schleiche ich an, benutze meinen Bogen und baller die voll, bis sie tot sind. Das funktioniert eigentlich nur bei kleinen Gegnern. Bei größeren Gegnern oder bei Herden bereite ich mich vor. Das heißt, ich lege überall Fallen aus. Das heißt, ich schaue auch, wie die Topografie ist. Das heißt, Im besten Fall sind die Gegner eigentlich schon irgendwie halb eingekesselt in einem Tal oder so.
Und dann kann ich die Wege abschneiden. Das heißt, ich kann sie aufscheuchen und in meine Fallen, die ich vorher aufgestellt habe, einfach reinlaufen lassen. Das ist eine super Taktik, weil dann kannst du eigentlich schon, bevor du auch nur einen Schuss abgibst oder offensiv läufst, einfach nur mit den Fallen arbeiten. Das mache ich sehr gern. Vor allen Dingen bei den Großen und bei den ganz Großen sowieso. Bei dem Donnerkiefer beispielsweise, da lege ich Fallen aus ohne Ende, also die Stolpertrete. Dann natürlich die Bombenwerfer, wie heißen die? Es gibt ja so Werfer oder Schleudern, die Bomben verschießen. Ich weiß nicht, ob du die schon freigeschaltet hast. Die sind super praktisch, wenn ich ein Viech direkt angreift. Ansonsten ist eigentlich besser, eigentlich wegzurennen von dem Viech, kurz zu verstecken, kurz auszuruhen, wieder regenerieren und so weiter, Heilmittel einwerfen und dann wieder angreifen. Weil die Viecher, die verfolgen einen schon, aber die nach einer kurzen Zeit hauen die wieder ab, beziehungsweise verlieren einen aus den Augen und dann einfach Ruhe bewahren und dann wieder angreifen. Und dann wieder dieselbe Taktik eigentlich. Ja, und natürlich immer dann immer mit Fallen eindecken, an den Schwachpunkten. Genau, schau ins Menü natürlich. Im Menü findest du immer die Tagebucheinträge von den einzelnen Kreaturen, wenn du die einmal gescannt hast. Und da siehst du auch, was für Schwachpunkte die haben und wo die Schwachpunkte vor allen Dingen sind am Körper. Das heißt, du schießt erstmal beispielsweise die ganzen Waffensysteme von den Teilen ab. Dann können die sich sowieso schon mal nicht wehren, beispielsweise nicht nur die Raketenwerfer, sondern auch das Radar beispielsweise. Dann haben die schon mal gar nicht mehr so sehr die Fähigkeit, dich zu jagen. Ja, und dann nimmst du die Stück für Stück auseinander eigentlich. Dann hast du noch eine Frage. Ich brauche Hilfe, mein Minecraft stürzt immer ab. Wieso? Und es ruckelt voll. Bei anderen Spielen ist das nicht so. Ich spiele auf der Pro. Also das wundert mich jetzt echt, dass Minecraft ruckelt, weil Minecraft ist ja eigentlich das billigste Spiel von der Grafik her. Aber vielleicht ist deine Installation fehlerhaft. Also in deinem Fall würde ich vielleicht mal empfehlen, das Spiel zu deinstallieren und nochmal neues zu installieren, weil irgendwas ist da komisch, weil Minecraft ruckelt nicht. Das ist super strange. Das liegt echt... Naja, also das kann nicht an der Hardware liegen, am Spiel eigentlich auch nicht. Es ist höchstwahrscheinlich Deinstallation. Also einfach mal deinstallieren, löschen und dann nochmal neu installieren. Rinor, würdest du Need for Speed Payback empfehlen oder machst du ein Gameplay dazu, wenn es draußen ist? Ich bin mir nicht sicher bei Need for Speed Payback, ganz ehrlich. Ich habe es angespielt auf der Gamescom, ich fand es schon gut, es sah verdammt gut aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das spielerisch geil ist. Ich bin mir noch nicht sicher, es war so eine Verfolgungsjagd und das war sehr geskriptet und das hat mir nicht so gut gefallen, ganz ehrlich. Und dann gab es noch ein normales Autorennen gegen andere Fahrer und das war einfach Standard. Jetzt würde ich sagen, mal abwarten. Wenn es gut ist, hole ich es mir auf jeden Fall. Wenn das Tuning geil ist, dann lohnt es sich ja auch. Und wenn die Open World gut ist. Aber davon habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Deshalb kann ich es echt noch nicht sagen. Ich kann es noch nicht einschätzen, das Spiel. So, dann haben wir noch den Schnabblerboy. Kannst du mir gute PS4-Rennspiele empfehlen, die gut mit Controller spielbar sind? So, Mr. Tech meint Drive Club, fand ich gut mit dem Controller. Und Jane sagt, The Crew, würde ich aber noch warten, bis Teil 2 kommt. Absolut richtig, ja. Drive Club, sehr gut spielbar, The Crew auch. Gran Turismo Sport natürlich, ist auch sehr gut mit Controller spielbar. Dirt 4 ist gut mit Controller. Was nicht gut geht, ist Project Cars und Assetto Corsa. Dirt Rally geht so mit Controller, geht, aber ist nicht, auch nicht ganz so das wahre vom Ei, wollte ich sagen. Das gelbe vom Ei, wollte ich eigentlich sagen. Naja. Ja, und das müsste eigentlich schon reichen. Was auch noch gut ist, natürlich Wipeout. Ist zwar jetzt kein normales Rennspiel, sondern ein bisschen abgefahrenes Rennspiel, aber das ist ja auch für einen Controller gebaut quasi. Ja, hoffentlich hilft dir das mal weiter. Denn das war es jetzt eigentlich schon von der diesmaligen Pixelshow 141, heute wie gesagt eine Sparausgabe, weil ich eben weg bin. Und nächstes Mal aber die 142 wird wieder eine komplette Show mit allem, mit News und so weiter. Und ich hoffe, ich kann dann auch alle eure Fragen wieder aufarbeiten und das Ganze wieder einholen. Und dann sind wir wieder auf dem normalen Stand. Das wäre nice. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr es gerne unten abonnieren und ein Gefällt mir da lassen. Darüber würde ich mich echt sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Bis dahin.